Ja, willkommen zurück. Wie gesagt, es ist noch Nacht. Ich habe hier Besuch. Und wie soll es auch anders sein? In The Forest regnet es natürlich wieder. Die Vögel spielen hier verrückt. Und der Wilde hängt dort mit seiner komischen Taschenlampe und leuchtet hier wie verrückt rein. Es gibt mir natürlich richtig auf den Sack. Jetzt habe ich ihn erstmal eine übergebraten. Ich hoffe, der springt hier dann mal rüber, dass ich ihn noch mal eine verpassen kann. Aber das wird er wohl, glaube ich, nicht tun. Habe ich eigentlich noch genug zu essen oder können die mich hier irgendwie ausräuchern? Nö. Gut, drei Lizards, die sind schon ein bisschen angelaufen, aber gut. Mal schauen, ein paar Kräuter. Ich muss jetzt einfach mal. Da ist noch einer, genau. Guck mal, habe ich jemanden Zähne rausgehauen? Gut, ich gehe aber jetzt nicht raus. Ich bin nicht lebensmüde. Das hat nichts damit zu tun, dass ich feige bin, sondern die sind, werden ja immer stärker, diese Eingeborenen. Und ich muss draußen auf jeden Fall mir eine bessere Verteidigungsbasis bauen. Das geht mir auf den Sack, dass sie da schon vorne rumlungern. Und guck mal, ich friere sogar hier schon. Eigentlich müssten die ja auch frieren, ne? Eigentlich müssten die ja auch frieren. So, kommen hier, sind die noch da? Ja, ist noch jemand da. Direkt vor der Tür. Also die belagern mich hier ja richtig fein. Gut, okay, nützt nichts. Das nutzt überhaupt nichts. Wenn ich eigentlich ins Haus reingehe, friere ich dann eigentlich? Dürfte ich eigentlich ja nicht. Na, ne. Aber ich muss jetzt noch was essen. Sehe ich gerade. Das mache ich jetzt auch gleich. Na, falsche Taste. Und zwar. Hä? Achso, die ist da, glaube ich, gelandet. Ein schöner Lizard. Bevor der mir hier total vergammelt, hau ich mir erstmal rein. So, die. Das sind der Vögel. Die Vögel hier aber runter. Okay. Wann ist mein Snack fertig? Und die sind da draußen noch. Das ist ein ziemlich gutes Lager hier, muss ich echt sagen. Bis jetzt. Ohne Mutanten. Habe ich schon bestanden. Hier sind die ganzen Zähne unten. Dann habe ich die Zähne einmal ausgeschlagen hier. Das ist doch ganz gut so. Weil die gehen nämlich wirklich so ein bisschen auf den Sack. Aber ich warte jetzt, bis gleich Tag ist. Vorher sammle ich noch die ganzen Zähne auf hier. Oh, die sind alle ins Feuer gelaufen. Die sind alle gestorben. Na klasse. Ja, was Besseres gibt es doch gar nicht als Abwehr. Na, jetzt haben wir schon mal, wie viel habe ich jetzt hier erledigt? Ohne nur einen Handschlag zu tun. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte ich mir so ein gemeines Effigy hier bauen, so ein großes mit 5 Leichen, wäre das hier eigentlich schon sehr gut möglich, ne? Vermute ich mal. Gut, aber ich werde jetzt die Nacht mal beenden hier. Ich friere hier nämlich und komme hier so richtig gleich leicht in Schweiß. So, deswegen werde ich nochmal speichern und einmal pennen legen. So,
Nächsten Morgen sieht es gleich schon wieder ganz anders aus. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Kannibalen da waren und mir hier meine Bruder hier weggelassen haben. Aber scheint nicht so zu sein. So, ey, ich will hier einen Stein, ich will diese Stöcker hier haben. Gut. So, wunderbar, eine Falle gebaut. Habe ich jetzt hier schon irgendwas? E? Ah, was genommen, glaube ich, ne? Okay. Ja, hier kann ich jetzt alles schon ernten, sozusagen. Und kann das dann sozusagen weiter vermehren. Das ist ja genial. Also das funktioniert auch, glaube ich, schon mal, ne? Super. Kann ich da was aussehen wieder? Ne, das ist nicht. Doch, das ist Aloe Vera. Ja, das ist schon mal ganz gut. Klasse, so. Jetzt gucke ich mir hinten die Falle nochmal an. Die Falle ist immer noch offen. Was machen wir jetzt? Hat jemand eine gute Idee? So, wir haben jetzt hier einen Haufen Tote. Das kann ich aufnehmen, das Ding, ne? Hammer, ja, cool. Kriegsbeute nennt man sowas. Ja, ich würde mir jetzt auf jeden Fall innen drin, muss ich mir auf jeden Fall ein Podest bauen. Und erst noch was trinken jetzt. Was schlammern hier. Zack. Das ist genial. Jetzt habe ich hier gleich noch was zum Trinken, glaube ich, ne? Oder und hier hinten, glaube ich, noch, ne? Ja, cool. Ja, ich wollte mir hier drin jetzt erstmal so ein kleines Sichtteil da bauen. Das ist so eine Bühne oder sowas, ne? Das hatte ich hier schon mal gesehen. Ja, eigentlich wollte ich die andere Falle bauen erstmal, aber gut, das machen wir dann später. Was ist das denn hier? Das ist so eine kleine, Moment, wie hieß das denn das Ding nochmal? Ah ja, hier ist eine Stufe. Das ist doch genial. So, und zwar möchte ich gerne diese Stufe so bauen, dass ich dann hier rüber gucken kann. Und zwar brauche ich zwei Stück davon. Aber so platzieren, dass noch nicht so eine große Lücke entsteht. Gucken wir mal, wie sieht das so aus. Das ist doch, glaube ich, geil. Das machen wir auch so. So, das gleiche muss ich hier hinbauen. Da kommen auch nochmal diese Stairs hin. Dann bauen wir es hier hin, ne? Genau, dann kann ich mich auch mit Pfeil und Bogen rüberschießen und dann fühle ich mich richtig geil. Genau, klasse. So, muss ich nochmal lernen, wie man nachher einen Pfeil und Bogen craftet. Und dann brauche ich jetzt erstmal ein paar Baumstämme. So, wenn ich das nachher alles gebaut habe, dann bin ich auch ganz happy, weil dann kann ich auch von da oben raus mit dem Pfeil und Bogen schießen. Ich hoffe nur, ich habe jetzt auch dieses Seil, was ich dafür brauche, dass es das auch ist. Nicht, dass ich noch irgendwas anderes brauche. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, ne? Ah, das wird natürlich ungünstig. Okay. Oh, eins. Zwei. Schon rein.
auch mal hier an. Bin ich jetzt hingerollt? Das ist so lang gefallen. Ah, hier sind sie. Eins, zwei, da haben wir schon mal vier. Ich glaube, fünf brauche ich für ein. 10 Stück. 3 Bäume. Was, wie brauche ich da jetzt noch? Einen brauche ich da noch, genau. Ich muss natürlich aufpassen, dass hier keine Feinde kommen, ne? Das wäre jetzt bitter, wenn wir mich aus dem Hinterhalt wegfischen. Aber gut, ich glaube, so helle sind sie nicht. Ja, das wird auch ungünstig. Nehmen wir das Hinterste zuerst. So, genau, du bleibst da stehen, das ist gut. Feini. So. Zack, du bist fertig, das ist gut. Du wirst jetzt fertiggestellt. Ja, irgendwas muss ich mit den Leichen machen hier, das definitiv. Das lockt nachher nur die Kannibalen an. Und dann baue ich einfach so ein Effigy oder wie es die Dinge heißen da. Ne? Und um eben halt dafür zu sorgen, dass sie erschreckt sind. Aber ich habe immer so ein Gefühl, wo ich das immer damals so gemacht habe, dass es die eigentlich mehr angelockt hat. Dass die eigentlich sagen, ey, das ist ja richtig geil, das steht auch auf Fleisch. Vielleicht brunchen wir mal bei denen. Aber gut, das weiß man nicht. So, definitiv noch ein Baumstamm fehlt mir. Ja, das heißt, ich muss noch einen ganzen Baum fällen. Okay, dann ist das eben halt so, ne? Ja, ein Baumstamm noch. Einen ganzen. Schade mit denen hier. Den hier. Ich habe kaum noch Energie, das ist natürlich auch doof. Obwohl ich eine Bank habe, ne? Aber das, man merkt es immer selber, man hat zwar eine Bank, aber man hat keinen Bock, sich da hinzusetzen. So, und deswegen will ich jetzt auch eben schnell einen Energieriegel essen. Und dann ist es mir eigentlich jetzt auch egal. Weil ich will den Kram nämlich da jetzt hier noch fertig gebaut haben. So, siehst du, wo jetzt fällt ja schon das Bäumchen. Und das fällt auch in die verkehrte Richtung. Aber ich brauche eh nur einen Stamm. Nein! Einen Stamm brauche ich. Okay. Jetzt habe ich es erstmal. So, dann lasse ich erstmal liegen. Den hole ich mir später, wenn ich den brauche. Perfekt. Zwei Plattformen zum Hochsteigen. Und zu gucken. Das ist gut. Kann ich jetzt hier gucken. Da drüben gucken. Klasse, passt perfekt alles. Was baue ich mir denn noch Schönes? Jetzt könnte ich mir rein theoretisch, könnte ich mir jetzt ein Baumhaus bauen. Und dann könnte ich mir so eine Brücke hier rüber bauen, wenn das funktioniert. Das wäre natürlich auch richtig geil. Custom Roof, was ist das denn? Ist das ein Dach? Ja, ne? Ein Stick. Mark. Achso, das ist so ein Climbing Rope. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Lampe. Ein Bett. Diese möchte ich gerne nochmal bauen. Diese Falle möchte ich echt gerne nochmal bauen. Da habe ich richtig Bock drauf, auf so eine Falle hier. Ich packe die jetzt einfach mal hier vorne hin, weil ich möchte echt gerne mal wissen, was passiert. Dann bauen wir die mal schön hier hin. Schön in. Jetzt fehlt mir irgendeine Platine oder was fehlt mir da jetzt? Was zeigt er mir da an? Das ist doch irgendwie eine Platine, ne?
Die ist aber im Flugzeug. Die muss ich nur mal zum Flugzeug und mir die holen. Okay, aber dann brauche ich erstmal mehr Energie. Und die bekomme ich natürlich durch meine Bank. Ich überlege, ob ich gleich einfach mal schnell hinflitze. Und dann mal gucken, ob diese Schaltplatinen noch da drin sind. Aber obwohl, ich habe die doch eigentlich mitgenommen, ne? Da sind sie doch. Das sind die doch auch. Bomb Time. Flare? Nö. Bomb Time. Sind wir nicht lang. Achso, das. Ah, okay. Das leuchtet dann noch auf. Das leuchtet immer schon auf. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht gemacht, ne? Das heißt, dass die drei Sachen könnte ich jetzt da verwenden. Batterien leuchten nicht auf. Ne, sonst eigentlich gar nichts. Okay. Gut, was ich da jetzt genau machen kann und sowas, weiß ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Dann kann ich das Ding eben halt nicht bauen. Die Plantine habe ich auf jeden Fall da. Gut. Ich brauche Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gut. Okay, müssen wir mal schauen. Muss ich aber hinten zu meiner Rehe hin und einmal gucken, ob da ich da noch irgendwie was zu futtern bekomme. Schauen wir mal eben. Vielleicht sollte ich mir hier auch eine Hasenfalle bauen. Das sind Pilze, das ist gut. Und ich lebe noch. Wo sind denn die ganzen Rehe hin? Hier waren die ganzen, alles voller Rehe. Und jetzt ist plötzlich alles weg. Hat sie es rumgesprochen, dass ich hier rumwildere? Mal schauen. Schauen. Okay. Bis jetzt sehe ich kein Tierchen. Das Flugzeug ist da vorne. Eigentlich war da ja mal was gewesen. Naja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Absicht, dass man die Nahrung nicht mehr vor den Füßen laufen hat die ganze Zeit, sondern dass es doch wirklich ein bisschen spärlich gesät ist, dass man sein Lager verlassen muss, das wäre ja sonst langweilig. Und das vermute ich einfach mal. Ja, das vermute ich mal. Aber hier ist auch weit und breit nichts zu sehen, wo ich mir was zu essen holen kann. Außer da hinten, wo die, wo wir den Kontakt mit den Eingeborenen hatten. Das war da natürlich ganz, ganz witzig gewesen. Aber nur Schildkröten abschlachten, da habe ich ja auch keinen Bock, weil wie viel Water Collector soll ich mir denn bauen? Kein Reh mehr hier, gar nichts mehr. Kein Karnickel. Wirklich gar nichts mehr hier. Ist echt komisch. Gut, ich werde noch einmal zum Flugzeug selber hingehen. Das ist natürlich wieder so eine heikle Sache. Aber gut, das nützt ja nichts. Ich muss da ja irgendwie
Mal gucken, hier ist noch ein Pilz, den esse ich natürlich nicht. Hier sind noch diese zwei Teile, diese Platinen. Aber gut. Ansonsten haben wir ja rein gar nichts, ne? Ne. Ne, haben wir auch nicht. Nichts mehr zu essen, kein Tier mehr, gar nichts mehr. Ist das vielleicht ein bisschen verbuggt jetzt oder sollte ich vielleicht mal den Spielstand neu laden? Habe ich da alles abgefischt? Da ist nichts drin in der Falle. Komisch. Das ist wirklich komisch. Guck doch mal hinten in der Falle rein. Da ist auch nichts. Das ist ja merkwürdig. Na gut, nützt ja nichts. Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Kann ich jetzt diese... Nee, kann ich auch nicht machen. Warum kann ich das denn nicht machen? Muss ich die vielleicht mit Batterien noch vorher füttern? Keine Ahnung. So, ich gehe jetzt erstmal abspeichern. Ja, und sage danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ist das nicht ein... Das ist, ist ja auch nicht schlecht. Das ist ein Durchflugplatz für die Vögel. Das müssen die natürlich auch noch wegmachen. Aber gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Clooney. Bye, bye.